Die Stadt von heute, nicht immer ideal organisiert. Ununterbrochen produziert sie Lärm, Staub und CO2. Viel Zeit und Energie gehen hier täglich verloren. Doch das kann sich ändern, denn die Stadt produziert auch ununterbrochen Daten. Zum Beispiel zu Energieverbrauch und Erzeugung von Kraftwerken und Haushalten oder Verkehrsdaten von Autos und Ampeln. Werden alle Daten vernetzt, können sie für eine bessere Steuerung der Stadt genutzt werden, die Smart City. Allerdings sind viele Datensätze bislang nicht zugänglich. Jeder will die Daten haben. Einige wollen sie nur für sich. Andere wollen die Daten öffentlich verfügbar machen. Denn die Bürger der Stadt haben diese mit ihren Steuern und Strom-Wasser-Gas-Rechnungen schon längst bezahlt. Auch die Technologiestiftung Berlin fordert, öffnet die Datenbestände und macht sie einfach für alle zugänglich, sodass sie alle nutzen. So steht es auch schon seit 2013 in den EU-Richtlinien zu Open Data. Sind die Daten erst offen, können endlich sinnvolle Anwendungen entwickelt werden, die die Stadt lebenswerter machen. Intelligente Anpassungen der Energieerzeugung oder der Ampelschaltung können viel Zeit und Energie sparen. Auch jeder einzelne Bürger kann mit den vernetzten Informationen seinen Alltag verbessern. Und wer weiß, was für Ideen noch auf uns warten. Wer Smart City sagt, muss auch Open Data sagen.